Hallo meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir richten mein Gesicht und zwar fange ich an. Ich habe gerade ein Primer Spray von Essence drauf. Das ist das hier, das ist so nass. Mein Gott, das Glam Glow Mist, das sprüht so fein. Da merkt man gar nichts. Ich habe gerade zwei Foundations gemischt und zwar einmal die MAC Waterweight und einmal die Clinique. Die zwei in Kombination auf meinem Handrücken und versucht meine Farbe hinzubekommen. Vorher habe ich mein Gesicht natürlich wie immer mit der Nivea eingecremt. Wenn ich mit was anderem, dann werde ich euch Bescheid geben. Und jetzt versuche ich das einfach jetzt mal aufzutragen. Die Foundation. Ich werde mir noch einen Punkt jeweils hinmachen. Eins da. Eins dahin und ein dahin und ein auf meinen Handrücken und auf meine Hose natürlich auch. Das haben wir schon gemacht. Und dann verbinde ich das alles miteinander. Ich denke, dass das jetzt meine Hautton entspricht. Dann nehme ich mein Beauty Eye und verblende das Ganze, denn ich vermute, dass die Foundation von MAC mir ein Ticken zu Zu hell ist. hell. Und zu dunkel. Ja. Und ich denke, das ist eine tolle Hautfarbe, die zu mir passt. Die zwei gemischt. Und vielleicht funktioniert dann die Even Better, glaube ich, heißt die. Nee, Beyond Perfecting von Concealer und Foundation in einem. Für mich einfach besser. Und es scheint ein tolles Hautbild zu geben, muss ich ehrlich gestehen. Also. Für mich ist immer eine dünne Foundation das A und O. Es darf nicht mehr zu pastig sein. Es funktioniert bei mir nicht mehr. Ich bin einfach aus dem Alter mittlerweile ausgestiegen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die ich von euch auch bekommen habe. Heute ist nämlich der 8., ein Tag nach meinem Geburtstag. Und ich habe mich mega gefreut. Und liebe Sunny, du bist einfach ein wunderbarer Mensch. Ja. Und ich meine, ich bin sehr. Also von mir braucht man nicht erwarten, dass ich mir irgendwas merken kann. Um ehrlich zu sein, ich muss mir alles in den Kalender schreiben. Letztes Mal habe ich eine Freundin völlig vergessen. Es kam wirklich so völlig wie aus dem Nichts. Voll verplant. Einfach nur verplant. Ich benutze den hier. Das ist der Perfect Match in der Farbe 01. Also 1N und gebt ihn nicht mehr ganz so nah an die Augen, dann brennt das auch nicht. Aber es hat auch nicht wirklich funktioniert ohne Stopper, muss ich sagen. Also ja, war nicht so. Er ist immer noch sehr alkohollastig und gefällt mir dadurch auch nicht wirklich. Denn man sieht richtig, wie der Alkohol so irgendwie arbeitet. Das ist dann so verdunscht. Es wird dann so flüssig. Keine Ahnung. Ich wollte mit euch das neue Pinselset nochmal austesten, um einfach euch zu zeigen mit Sachen, die ich schon kenne. Und zwar die Rede ist vom Bombshell. Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, es gefällt mir. Auf jeden Fall. Das sind 10 Pinsel an der Zahl. Ich habe meine Foundation, trage ich immer nur großzügig auf. Dadurch, dass man ja wenig Pinsel, sag mal, 3 Gesichtspinsel nur zur Auswahl hat, wollte ich sie nicht beschmutzen mit Foundation im Moment. Ich finde es einfach im Moment ja besser, wenn ich es nicht tun, damit ich es auch reviewen kann. Zum Beispiel hätte man damit auch gut Foundation auftragen können. Oder in meinem letzten Video habe ich auch gesagt, man könnte das damit, weil er so fluffig ist, ja. Dann würde man das verstreichen. Damit würde es wahrscheinlich auch gehen, so eine ganz flüssige Foundation einzuarbeiten, schnell. Aber ich bevorzuge doch mein Beauty Eye immer wieder. Und ich würde sagen, wir pudern jetzt ab. Dazu nehme ich in der, ja, in der hellen Region, sage ich mal. Das Altera Kompaktpowder und Puder so aufgehellt auf, sag ich mal. Das funktioniert übrigens super mit diesen Pinseln. Dann einfach bis um 4 wach. Dann benutze ich mein MAC
Puder, einfach um die anderen Stellen abzupudern. Ja, in der Partie halt. Und auch einfach oben drüber, so dass es so ein bisschen abmattiert ist. Ich habe auch leider meine Augen mit abmattiert. Ich wollte auch mal testen, ob man ich mache gerade meinen Rougepinsel sauber. Ich dachte, wir konturieren heute, um zu gucken, ob das auch ein guter Konturierpinsel ist. Denn da wird angepriesen, es ist die Nummer 2 und als Blush Brush. Ich finde ihn aber irgendwie auch ungeeignet für einen Blush Brush, weil er halt eben so punktuell ist. Man hat gleich so einen Flatscher. Und ich dachte, wir testen es einfach mal aus, ihn anderweitig zu benutzen. Also man ist nicht gezwungen, nur weil es da drauf steht, es auch dafür zu benutzen. Hier eine Get Pictures Ready Contouring Palette von Essence. Da gehe ich in den. Ja, ich mische die zwei am besten. Und dadurch, dass er so eine Form hat, eignet er sich eigentlich perfekt fürs Konturieren, finde ich. Weil er auch gleichzeitig verblendet. Und man hat eine softe Kontur. Also ich finde das relativ soft. Ich kenne schon härtere Geschosse. Auch da. Ja, da habe ich so eine Falte drin gehabt. Und ein bisschen ins Dunklere. Also damit finde ich, eignet sich das einfach besser. Man kann einfach gut, entweder großflächig, ne? Oder halt eben punktuell einfach mit der Spitze arbeiten. Und die bleibt auch relativ, ja, in jede Seite, sag ich mal. Dann, meine Süßen, haben wir den hier. Das ist die Nummer 3. Und die Nummer 3 wird auch angepriesen als Small Contour Pinsel. Ja, das funktioniert auch tatsächlich. Man kann natürlich auch gut mit dem konturieren. Ich finde aber irgendwie doch diese Form praktischer. Ne? Und der Puderpinsel, den feiere ich abnormal. Den finde ich richtig gut. Weil er, ja, seht ihr, er fällt nicht gleich zusammen. Ich habe am Anfang gedacht, die Pinsel wären zu weich. Aber er geht mit. Also jedes Härchen geht sozusagen mit. Und auch eine gewisse, wie nennt man das, Widerstandsfähigkeit? Nicht Widerstand. Eben, er hat nicht so viel Widerstand und ist nicht so fluffig und weich und fällt in sich hinein. Deswegen finde ich das toll. Und die Farbe ist ein absoluter Sommer-Frühlingskracher. Ich benutze aktuell meinen liebsten Bronzer. Der kommt definitiv in meine Monatsfavoriten. Der ist so, so schön. Ich fühle mich mit dem einfach wohl. Schade, dass es so ein Riesenteil ist, was man niemals, ja, aufbrauchen kann. Da sind nämlich ganze 20 Gramm drin, aber eigentlich ganz gut, weil ich ihn liebe. Also ich finde es gut, weil es ein vieles, also einiges an Produkt ist, weil ich ihn sehr mag. Damit tue ich auch super gerne einfach großzügig über meine Kontur bronzen. Ich finde, das macht einfach einen schönen Teint. Ta-ta-ta. Ja, und ich benutze Blush und ich weiß gar nicht, ob wir beide Pinsel jetzt mal ausprobieren sollten. Ich benutze erstmal den kleinen hier, der eigentlich für die Kontur ist, die Nummer 3. Und trage den mir hier so auf. Weil irgendwie finde ich den ein bisschen besser geeignet, obwohl er steif ist. Also obwohl er viel, viel fester gebunden ist. Aber man kann ihn, ja. Man kann ihn gleich schon in kreisenden Bewegungen arbeiten. Es wäre auch ein toller Foundation-Pinsel vermutlich. Ja. Also ich finde das gerade sehr, sehr schön, dass man mit dem hier so, ja, einfach arbeiten kann. Man sieht einfach leuchtend aus. So, meine Augenbrauen habe ich dann auch nachgezogen, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe. Ich finde den, ja, ich feiere das schon so. Ich finde, das macht einfach so einen schönen Teint. Wenn die Augenbrauen dran sind, wenn ein bisschen sonnengeküsst, man sieht einfach schon so frisch aus und so fit, dass man einfach in den Tag starten kann. Ich meine, mein Tag ist heute demnächst zu Ende.
weil wir haben jetzt schon 16 Uhr. Aber ja, ist ja jetzt auch kein Langzeittest, muss ich sagen. Es sind halt einfach nur, ja, Pinsel, die ich gerne mit euch noch einmal testen möchte, um wirklich so oft wie möglich. Ich hatte sie jetzt öfters in Verwendung. Also eigentlich seitdem ich sie da habe, schon glaube ich 4 Tage oder so. In Verwendung und ich kann mich im Moment nicht beklagen. Natürlich brauche ich zum Beispiel persönlich keinen Lippenpinsel, weil ich es einfach nicht mag. Ich mag nichts mit einem Lippenpinsel auftragen. Ich bevorzuge Sachen, die einfach funktionieren, schnell gehen und nichts noch extra gemacht werden muss. Aber so ist halt jeder anders da. Joye, das ist ein Highlighter und den tragen wir auch zusammen auf mit den davor gesehenen. Nee. Der ist nicht davor für gesehen. Ich benutze den hier und. Nein. Ich benutze doch den hier, weil ich den einfach besser finde, um hier ein Highlight zu setzen. Weil man kann das einfach schön in die Haut einarbeiten. Seht ihr das? Finde ich jetzt optimal, eben um Sachen sofort in die Haut einzuarbeiten. Und da vermutlich auch Foundation gehen würde. Der erinnert mich doch sehr an Silk Finish von zu Eva. Der ist nur nicht ganz so rund, sondern so rundeckig irgendwie. Genau. Dann hätten wir das ja schon erledigt. Und dann kommen wir zu der Palette, die ich gerne mit euch zusammen nochmal testen Wir möchte. Testen nochmal die Orchid Dust Palette. So sieht das gute Stück aus. Ich möchte heute ein bisschen rosa benutzen, ein bisschen diese Schimmerprodukte, nicht so ganz nudig sein. Und ja, ich fange erstmal großzügig an zu verblenden. Ich benutze auch dieses Pinselset. Ich weiß, wie die arbeitet mit echten Haarpinseln. Und ja, also ich hatte euch ja vor ungefähr 1, 2 Wochen gesagt, es stinkt. Und ich muss sagen, das riecht so ein bisschen nach Autoreifen. Also ich würde es gerne euch zeigen. Also wenn ich in ein Autohaus gehe, in die Werkstatt, also im Autohaus riecht es so ein bisschen nach Gummi, nach neuwertigem Gummi und so riecht das ein bisschen. Das wird wahrscheinlich der Kleber sein. Also ich hatte keine Irritation oder sonst was durch diese Palette. Aber ich finde, das sollte man doch wissen, wenn man es dann aufmacht. Dann kommt das einem schon kurzzeitig mal entgegen. Ich vermute aber auch, wenn man sie ein bisschen offen. Ich vermute aber auch, wenn man sie auch ein bisschen offen stehen lässt, dass das ein bisschen verfliegt, dieser Klebergeruch. Ja, oder dieser Gummigeruch, wie auch immer, wie ihr das auch sehen wollt. Genau. Ich habe einen Pinsel gerade sauber, damit ich sie wieder verwenden kann. Und ich vermute auch, dass ich ein bisschen Irritation durch diesen Alkohol bekomme, durch diesen Pinselreiniger. Weil letztes Mal hat mein Auge unglaublich getränt. Wahrscheinlich war es noch zu feucht. Das gibt es ja auch. Wunder, wunderschön. Ich muss sagen, das ist so ineinander verschmolzen. Wirklich toll. Ja, die ist wirklich für 15 Euro doch erschwinglich. Ja, wirklich super schöne Alltagspalette. Wie ich finde, man kann ein bisschen. Meine Kamera will nicht mehr. Ich benutze auf jeden Fall den Peach-Ton aus der Palette hier. Unten links, glaube ich, von euch. Den hier. Ich weiß es nicht. Ich habe es eh nicht so mit rechts und links. Auch beim Autofahren. Also für mich ist rechts das andere links. Also was die Töne angeht, das ist wirklich ganz tolle Pigmentation. Gefällt mir sehr gut. Also es lässt sich einfach am Auge sehr schön aneinander blenden. Was ich ein bisschen zum Bemängeln hätte, ich finde, es hätte noch einen weißen Matten geben sollen. Das hätte man. Ja, man hat eigentlich immer einen weißen matten Ton, aber wie ich persönlich ja finde, ich möchte nicht 5 Paletten benutzen, sondern eine dann. Und ich gehe hier in den rosanen rein, auch mit einem kleineren, fluffigeren Pinsel. Klar, man
muss die Palette aufbauen. Ich habe jetzt ein bisschen das Rosa ein bisschen weiter runtergesetzt. Was ich noch gerne machen würde, ist diesen wunderschönen Ton hier. Das ist so ein dunkles Violett-Pink. Auf meine Lider packen. Für mich ist das ein Pigmentpinsel oder ein Pinsel für Lidschatten, was grob strukturiert ist, eigentlich nicht für so matte Geschichten. Deswegen nehme ich auch einen anderen, den finde ich nämlich überhaupt nicht dafür geeignet. Also schön wäre es gewesen, die hätten etwas sowas genommen, einfach einen normalen Shader Brush, den man immer benutzen kann. Weil die nehmen eigentlich am meisten Pigment auf, wie diese flachgebundenen. Den kann man gut für Katten nehmen oder für Concealer auftragen oder um die Foundation irgendwie präziser aufzutragen. Ich setze mir das gerade hier so ein bisschen am Außenwinkel. Ich glaube, ich mache so ein bisschen Holo-Eye. Ich habe die originale Huda ja da, die Dazzle Dust. Und ich muss sagen, die ist natürlich wesentlich pigmentierter. Sie lässt dich sofort aufbauen. Ja, also sie ist sofort da. Ich muss sie gar nicht so groß aufbauen und versuchen, hier das Beste rauszuholen. Ich meine, wer sich natürlich keine Huda Beauty Palette kaufen möchte, das möchte ich eigentlich auch nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber es ist doch gekommen, wie es gekommen ist. Und sagt, nee, es ist mir zu teuer, reicht das auch. Also, bisschen arbeiten. Dann benutze ich hier den dunklen Braunen, um nicht ganz so ins Dunkle zu gehen. Ja, weiter geht's. Ich würde sagen, wir tragen noch was in. Also, ich benutze so einen kleineren. Das ist eigentlich ein Pencil Brush aus der Serie. Man könnte es natürlich auch als Lippenpinsel nehmen und trage mir das hier so ein bisschen im Innenwinkel auf. Ich bin jetzt aus Versehen ins Auge geditscht. Ja, wird intensiver, aber ich würde tatsächlich hier auch ein bisschen mit Schwarz arbeiten. Dass man einfach so. Ja, Synthetikpinsel ist halt so eine Sache. So ein bisschen, ja, Ausdruck zu schaffen und im Innenwinkel auch minimal einfach so eine Art wie ein Weinrot erschaffen. Ein künstliches Weinrot. Hier gibt es auch so einen präzisen Pinsel. Ich finde ihn aber irgendwie, ja, für den unteren Wimpernkranz. Ja, ich benutze den jetzt mal für diesen Ton. Ja, man kann schon, sage ich mal, mit der Palette arbeiten. Also es ist kein Problem. Eigentlich mit, ja, ich würde sagen, fast mit keiner ein Problem. Ja, in die Mitte meines Lides, dann können wir auch diesen Pinsel hier benutzen. Möchte ich hier ein bisschen, ja, Concealer auftragen oder irgendwas dergleichen. So ein bisschen aufhellen. Ja, und dann ist da kein so richtiger Pinsel dabei, um ein Pigment aufzunehmen. Ich werde den Pinsel mal kurz sauber machen und gehe in dieses Rosa rein. Ein bisschen dran rumgerubbelt, dann ist tatsächlich, hat sich was gelöst. Ja! Und das trage ich jetzt in die Mitte auf und hoffe, mir bröckelt jetzt nicht so viel runter. Ja, ich gehe in diesen lila Ton rein. Es ist immer so eine Sache. Hier aufbauen, da abnehmen, da wieder aufbauen, hier abnehmen. Aber doch schöne Töne.
Genau, du hast das System verstanden, mein Schatz. Das hast du gut verstanden. Ein bisschen mehr in Schwarz. Ein Drache. Ja, im Innenwinkel würde ich highlighten und das mache ich mit diesem wunderschönen Goldton. Da habe ich jetzt einfach keinen sauberen Pinsel, aber da kann man jeden Pinsel nehmen, den man gerade da hat. Einfach, dass der Innenwinkel für mich immer geöffnet ist. Ja, und ich finde, ja, so ein bisschen sehe ich fertig aus, ne, Leute? Irgendwie sehe ich auch damit fertig aus. Aber irgendwie, es ist irgendwie heute ein bisschen fleckig. Aber dennoch schön. Also ich hoffe, es lag jetzt einfach irgendwie da. Ja, ihr seht, es ist. Hoffentlich waren es die Pinsel. Also müssen eigentlich die Pinsel sein, weil letztes Mal war das ein super schöner Look. Ich werde meinen 228 nehmen. Ja, ich weiß, Schatz. Da sieht man einfach, wie die Pigmente aufgenommen werden. Das ist unglaublich. Du bist so, also so würde das dann ungefähr aussehen mit einem richtigen, ja, also keinen Synthetikpinsel. Und ich finde tatsächlich, dass es besser mit Echthaarpinseln klappt. Einfach so mal als Tipp am Rande. Ich kann dennoch diese Palette empfehlen, weil sie einfach so erschwinglich ist. Und man einfach. Ja, man hat eine gute Auswahl mit dieser Palette, doch irgendwie in irgendeinen Bereich zu gehen, in dem man sich wohlfühlt. Ich finde, sie ist besser mit echten Pinsel zu gebrauchen. Und ich mache mich jetzt fertig und dann hole ich euch nochmal dazu. Also dieser Pinsel war ja auch in dem Set da drin. Da habe ich jetzt so ein bisschen Primerspray auf meinen Handrücken gesprüht. Und ein bisschen hier in der Palette rumgewühlt. Und dann einfach als Lidstrichersatz finde ich persönlich manchmal viel, viel schöner. Das ist einfach ja, der Wimpernkranz so schön schwarz ist. Ja, und man das Gefühl hat, ja, die Alte, die hat da was. Na, die hat da ein bisschen extremere Wimpern oder so. Und ich gucke gerade, dass ich das gerade mal hier so ausgleiche. So, ihr Lieben, mein Look ist fertig. Ich habe die Nummer 9, zum Beispiel ein Pencil Brush, für meine Lippen jetzt mal benutzt. Ihr wisst ja, ich mag das eigentlich nicht so. Aber es hat klasse funktioniert. Schön definiert, schön präzise. Ja, kommen wir zu diesem Pinselset. Ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen. Gesichtsprodukte, Verblendungspinsel, ja, kann man gut gebrauchen. Auch diese. Vielleicht kann ich zwei Pinsel davon nicht gebrauchen. Und zwar wäre das tatsächlich einmal dieser Pencil Brush. Der ist mir einfach zu klein. Er ist mir irgendwie zu klein und ich habe noch nicht so richtig das Ding herausgefunden, wie ich es benutzen möchte. Und ja, okay, vielleicht drei Pinsel aus diesem Set kann ich nicht so eine richtige Verwendung. Sie werden natürlich bleiben, keine Frage, außer ich sortiere sie aus. Und sie gehen dann. Aber zum Beispiel den hier, ich finde den nicht gut gelungen. Ich kann mit so einem dicken, bauschigen Pinsel nicht so richtig arbeiten. Und diese Art von Pinsel mag ich auch nicht. Die nehmen nicht so richtig Produkt auf als Concealer-Pinsel oder eben was im als Dateipinsel zu arbeiten, ja, aber nicht um große Pigmente auch, aber nicht in Lidschattenpaletten zu arbeiten, mag ich die nicht so. Und wie gesagt, dieser Pencil Brush, weil ich einfach noch nicht genau weiß, was ich mit dem anfangen soll. Ja, ansonsten kann ich euch das Pinselset wirklich alleine wegen den drei Gesichtspinsel, wegen den
drei Blenderpinsel und wegen dem Abgeschrägten, damit kann man super sein Augen-Make-up fertig machen, die Augenbrauen nachziehen, ist leider kein Spoolie dran, aber die Palette ja. Und ja, ich hoffe wie immer, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!